Dos Solto fragt Pete Smeed: Habt ihr was von den Angriffen mit Feuerwerk auf Polizei und Feuerwehr in Berlin mitbekommen und was würdet ihr von einem Böllerverbot halten? Ich habe das mitbekommen mit den Angriffen auf die Rettungskräfte, nicht nur zu Silvester, sondern generell. Da stellt sich für mich eh die Frage, warum sollte ich eine Rettungskraft angreifen? Ich habe das Prinzip dahinter immer noch nicht verstanden und ich scheine dafür auch nicht intelligent genug zu sein, um das zu verstehen, wieso ich einen Feuerwehrmann oder einen Rettungssanitäter oder Arzt oder wie die auch alle heißen, ich möchte jetzt hier keinen aufgrund meiner falschen Titel, die ich hier im Intro benutze, irgendwie beleidigen, aber wieso? Ich verstehe es nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Böllerverbot da hilft. Also generell ist das okay für mich, wir können ein Böllerverbot machen, ich muss nicht knallen, finde andere Sachen auch cool. Wir haben zum Beispiel Silvester, haben wir Ballons genommen, kaputt gemacht, weil ich eh nicht so dafür bin, den ganzen Scheiß in die Luft zu schießen. Aber abgesehen davon verstehe ich das nicht, warum man das tut. Da ich eh nicht böllere, ist mir das von mir aus okay. So, was mich halt aufgeregt hat, Leute regen sich immer darüber auf, dass irgendwie alles teurer wird. Keine Ahnung, Fleisch wird teurer, tierische Produkte werden teurer, Strom ist teurer. Was machst du? Trotzdem ballern, ballern, ballern. Aber das kann natürlich auch sein, dass das halt einfach die Leute, die geballert haben, dann halt einfach auch nicht aufs Geld achten müssen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn du halt wirklich wenig Geld verdient hast und dann fett rumballerst, dann verstehe ich das halt einfach nicht. Dann ist das für mich halt einfach dumm. Aber weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich böller nicht, von daher wäre das für mich okay. Und natürlich habe ich das in Berlin mitbekommen. Holy shit, ich hoffe, die werden alle gefasst. Ich habe von den Angriffen mitbekommen. Ich finde das eine absolute Katastrophe. Und schrecklich. Hat keiner verdient. Und die Frage, die sich dann immer stellt, was sind das für Menschen, die sowas machen? Und ich habe dann immer die Sorge, dass das Menschen sind, die in diesem System keine Zukunft sehen und frustriert sind. Und die irgendwie, an denen das System versagt hat, denke ich mir dann immer. Ich weiß, also Böllerverbot habe ich persönlich nichts gegen, ehrlicherweise. Aber ich weiß nicht, ob immer Verbote die Probleme regeln, sondern das scheint eher ein ganz schön sozialpolitisches Problem zu sein. Aber wie man das jetzt lösen kann, weiß ich auch nicht. Aber scheinbar gibt es viele Menschen, die sehr unzufrieden sind und keine Perspektive sehen und keine Ahnung. Und wenn wir jetzt die Böller verbieten, dann verprügeln die halt Feuerwehrleute auf eine andere Art und Weise, fürchte ich. Das ist alles ziemlich scheiße. Also ja, habe ich mitbekommen und ich glaube grundsätzlich ist nicht das Problem, dann ein Böllerverbot auszusprechen, um solche Chaoten irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, denn das ist nicht das Problem. Das Problem sind die komischen Leute, die Bock auf Krawall haben. Ne? Das machen die auch ohne Böller. So. Also grundsätzlich bin ich immer für ein Böllerverbot, weil es eigentlich ganz nice ist, beziehungsweise kann auch viel weniger sein, aber keine Ahnung, das kann man ja auch schwierig kontrollieren. Bin selber kein großer Freund von Böllern, eher von Ballern, haha. Ich habe mich an Twitter auch irgendwie verschrieben, das war irgendwie doof. Aber also ich glaube, da sind einfach andere Maßnahmen notwendig, um solche Leute dann einzudämmen, die halt so Unruhen stiften, die einfach ihren Frust da so ein bisschen freien Lauf lassen und das unter dem Deckmantel vom Silvester dann ausleben können, weil sowieso so viel zu tun ist für die Einsatzkräfte, dass dann halt so ein Scheiß dann auch passiert. Tut mir sehr leid für die Einsatzkräfte, weil die geben schon alles und gerade in so einer Nacht und dann müssen noch solche Idioten kommen und denen das Leben schwer machen, was eh schon schwer genug ist. Ja.